Moin Moin aus Hamburg. Wir gehen rein in eine neue Woche Transfermarkt TV. Natürlich werden wir in dieser Woche auf die anstehenden Champions League und Europa League Spiele blicken. Aber heute geht hauptsächlich der Blick zurück auf den vergangenen Bundesligaspieltag. Das sind unsere Themen. Wer könnte Nachfolger von Peter Stöger beim 1. FC Köln werden? Wir schauen auf die Transfermarkt-User-Elf des 14. Bundesligaspieltags. Und zwei Mannschaften aus Europas Top-5-Ligen sind noch ungeschlagen. Nach dem Unentschieden beim FC Schalke 04 hat sich der erste FC Köln von Trainer Peter Stöger getrennt. Zumindest wurde es nach dem Spiel bekannt. Die Entscheidung, sich zu trennen, soll wohl schon am Freitag gefallen sein. Das hat zumindest Peter Stöger der Presse dann gesagt. Die Entscheidung nach beiderseitigem Einvernehmen, so der Österreicher. Also nach dem Sportdirektor Jörg Schmadtke ist nun auch Peter Stöger nicht mehr beim ersten FC Köln. Das einstige Traumduo ist also gesprengt. Der bisherige U19-Trainer Alexander Rutebeck wird die Mannschaft bis zur Winterpause begleiten und das Training leiten. Und dann schauen wir mal, wer ab 2018 dann möglicherweise den Verein übernehmen wird. Für Stöger ist es das Ende einer 4,5-jährigen Amtszeit bei den Geißböcken. Er hatte die Mannschaft aus der zweiten Liga bis auf den Tabellenrang 5 in der letzten Saison in der Bundesliga geführt. Gleichbedeutend mit der Quali fürs internationale Geschäft. 1635 Tage war er im Amt, aber tja, nach dem aktuellen Tabellenplatz 18 und nur 3 geholten Punkten war Schluss für ihn. Tja, und bis zuletzt war Peter Stöger der Trainer, der am zweitlängsten bei seinem Verein im Amt war in der Bundesliga. Tja, damit fällt Peter Stöger aus dieser Bundesliga-Statistik raus, denn er ist sein Amt los. Stattdessen haben wir drei andere nun ganz oben in der Liste der Trainer, die am längsten bei ihrem Verein im Amt sind. Auf der 3 ist da tatsächlich Julian Nagelsmann von der TSG Hoffenheim mit dabei und das, obwohl er erst 30 Jahre alt ist. Paul Dardai und Christian Streich komplettieren das Feld. Julian Nagelsmann 1 Jahr und 9 Monate im Amt, Paul Dardai 1 Jahr länger und Christian Streich vom SC Freiburg, ja, der erfahrenste bei seinem Verein. 5 Jahre und 11 Monate. Demgegenüber gibt es 11 Trainer aktuell in der Bundesliga, die unter 1 Jahr im Amt sind. Und da hätten wir beispielsweise die Vereine Borussia Dortmund mit Peter Bosch, der FC Schalke 04, Domenico Tedesco und auch der FC Bayern München mit Jupp Heynckes. Tja, die Trennung Köln-Stöger ist der 4. Trainerwechsel in dieser noch relativ jungen Bundesliga-Saison. Schauen wir mal auf die bisherigen Trainerwechsel, die es gab. Begann beim VfL Wolfsburg. Andries Jonker, der Niederländer, musste gehen. Amtsende am 18. September auf Tabellenplatz 14 hat er den Verein übergeben nach nur 203 Tagen im Amt. Dann folgte überraschend Carlo Ancelotti. Nur wenige Tage später, Ende September, Tabellenplatz 3 nur, 454 Tage war er im Amt und Alexander Nuri hat es auch nicht mehr gepackt mit dem SV Werder Bremen. Er musste Ende Oktober gehen auf dem vorletzten Tabellenplatz. Knapp 400 Tage hat er seinen Verein geleitet. Und auch in der zweiten Bundesliga haben wir einen Trainerwechsel, denn Jens Keller ist nicht mehr Trainer von Union Berlin. In der zweiten Fußball-Bundesliga ist das schon der 6. Trainerwechsel in dieser Saison. Und damit wollen wir mal auf die internationalen Ligen schauen. Wie sieht es denn überhaupt da aus? Die erste Bundesliga reiht sich auf Platz 4 ein. Der Top 5 liegen in zwei großen Ligen. La Liga und Serie A wurde schon bei 6 Vereinen der Trainer gewechselt, in der Premier League 5-mal und in der Ligue 1 3-mal. Unsere Gerüchteküche für heute dreht sich um die Nachfolge von Peter Stöger. Wer könnte es denn machen beim 1. FC Köln ab 2018? Der Name Markus Anfang von Holstein Kiel ist ja bereits schon gefallen. Da haben die Verantwortlichen allerdings schon gesagt, nicht unter 10 Millionen lassen wir den gehen in Richtung Köln. Wir haben noch weitere Ideen für euch. Deutsche Trainer, die derzeit frei wären, zum Beispiel Markus Weinzierl, bisherige Stationen Regensburg, Augsburg, Schalke. Dirk Schuster, derzeit ebenfalls ohne Vertrag als Trainer. Ihm gelang mit Darmstadt der Durchmarsch in die Bundesliga, zuletzt beim FC Augsburg unterwegs. Oder Bruno Labbadia war neulich ja schon beim SV Werder Bremen im Gespräch, zuletzt 2015 bis 2016 Trainer beim Hamburger SV.
Ihr habt heute auf unserem Facebook-Kanal schon ordentlich diskutiert und eure Einschätzungen abgegeben, wer es denn machen könnte beim 1. FC Köln als Trainer ab 2018. Und es ist auffällig, dass immer mal wieder auch der Name Jens Keller fiel, der ja jüngst erst entlassen wurde bei Union Berlin. Fabi Weidenbrück schreibt, hoffentlich wird es Jens Keller. Naheliegend wäre es, da seine Kinder im Rheinland Fußball spielen. Chris Harder hat geschrieben, ideale Besetzung meiner Meinung nach Bruno Labbadia, den wir auch ins Spiel gebracht haben. Der hat Ahnung von Abstiegskampf, hat er beim HSV bewiesen. Der weiß, wie er Köln in die Spur bekommt. Oben Kevin Kurpiers, denke, Anfang, also Markus Anfang von Holstein Kiel kommt nicht. Glaube nicht, dass Kiel ihn ziehen lässt. Ich würde mir Weinziel wünschen oder, und da ist er wieder, Jens Keller. Und Robin Streicher hat kommentiert, es gibt nur eine Möglichkeit mit Keller aus dem Keller. Wir schauen zurück auf den 14. Bundesligaspieltag. Mike Hanke hat vor dem Wochenende seine Tipps als Experte bei uns abgegeben und da wollen wir mal gucken, wie er denn performt hat. Insgesamt gab es 21 Punkte für den Ex-Bundesliga-Spieler. Er hat die Tendenz richtig getippt beim Spiel von Bayern gegen Hannover und bei der Partie von Werder Bremen gegen den VfB Stuttgart. Dazu hat er die richtige Tendenz plus Differenz bei dem Duell Hertha gegen Frankfurt und die richtige Toranzahl bei Leverkusen und Mainz. 21 Punkte ist ein bisschen dünn. Wir haben eine Aufstellung gemacht von allen Experten, die in dieser Saison für Transfermarkt einen Bundesligaspieltag getippt haben. Und da steht Niemeyer ganz oben auf der 1. Peter Niemeyer am Spieltag 5 hat er satte 48 Punkte geholt. Auch der Ex-Bundesliga-Torschützenkönig Theofanis Gekas war richtig gut unterwegs. 45 Punkte hat er geholt. Da ja, ist Mike Hanke derzeit nur auf dem 11. Platz zu finden. Am schwächsten war bislang Florian Bruns, der gerade einmal einen Punkt holte. Wir wollen mal gemeinsam einen Blick werfen auf die 11 des Spieltags. Ihr habt 11 Jungs gewählt, die euch besonders überzeugt haben am 14. Bundesligaspieltag im Tor. Mal wieder Roman Bürki. Schon zum 4. Mal in dieser Saison steht der BVB-Keeper bei euch im Tor. Hat ja einige tolle Paraden rausgehauen gegen Leverkusen. Gerade im 2. Durchgang. Viererkette bestehend aus 2 Bayern-Profis. Mats Hummels zum 3. Mal dabei und Joshua Kimmich schon zum 7. Mal. Erstmals John Anthony Brooks vom VfL Wolfsburg und Philipp Max, der hat die meisten Stimmen der 4 Abwehrspieler von euch bekommen. Das 3-Mittelfeld wird gebildet aus Arturo Vidal, Nadiem Amiri und Kevin Prince Boateng. Boateng traf ja emotional gegen seinen Ex-Club Hertha BSC, auch Amiri per Treffer erfolgreich bei diesem tollen Spiel der TSG Hoffenheim gegen RB Leipzig. Und vorne im Dreiersturm ist nicht Alfred Finnbogason mit dabei, für mich etwas überraschend. Stattdessen Yunus Malli, zum 2. Mal von euch gewählt. Serge Gnabry, na klar, der hat ein überragendes Spiel gemacht, hat 80% eurer Stimmen bekommen. Und Kingsley Coman zum 1. Mal in der Transfermarkt Top 11 mit dabei. 45,2% eurer Stimmen hat er bekommen. Und Julian Nagelsmann ist der Coach des Spieltags. Na klar, die TSG Hoffenheim, seine Mannschaft, triumphierte mit 4:0 über RB Leipzig. Wir öffnen heute Tür 4 in unserem Weihnachtstalente-Kalender bei Transfermarkt TV. Es gibt von Christian Schwarz einen jungen Spieler aus England heute. Ethan Ambadou ist auf jeden Fall ein Spieler, der heraussticht, nicht nur wegen seiner auffälligen Frisur. Er hat mit 16 schon für die Profis von Chelsea gespielt. Sehr bemerkenswert, wenn man mal drauf schaut, wann junge Talente in England sonst so ihre ersten Einsätze bekommen. Noch bemerkenswerter ist es, dass er ein Innenverteidiger ist. Das hat auch sein ehemaliger Trainer Paul Tisdale vom Viertligisten Exeter so gesagt. Flügelspieler, Offensivspieler, die schmeißt man gern mal rein. Aber das Vertrauen einem 15-Jährigen der Innenverteidigung auszusprechen, das ist schon was ganz Besonderes. Und erst recht dann noch in einer unteren englischen Spielklasse, wo es ja eher ein bisschen härter zur Sache geht. Ja, und das sieht auch Antonio Conte so, der ihn jetzt regelmäßig in seinem Kader hat, zwischenzeitlich sogar auf David Luiz verzichtete zugunsten von Ampadu. Und dass er seinen Weg gehen wird, scheint momentan so gut wie festzustehen. Und ja, es ist auf jeden Fall spannend zu sehen, wie das jetzt weitergeht mit Ethan Ampadu.
Vor dem vergangenen Wochenende gab es in Europas Top-10-Ligen noch genau 4 Vereine, die kein einziges Pflichtspiel in dieser aktuellen Saison verloren haben. Das hat sich jetzt am Wochenende mit den Niederlagen von Paris Saint-Germain und dem FC Valencia geändert. Da waren es nur noch 2, nämlich Manchester City und Inter Mailand. Das sind die einzigen beiden Clubs, die bislang noch ungeschlagen sind. Manchester City hat ein paar Spiele mehr gehabt. PSG hat ja verloren gegen Racing Straßburg, überraschend. Am Wochenende Barca schon 2 Pflichtspielniederlagen, die Bayern 3, genauso viele wie Schalke. Tja, Manchester City und Inter Mailand sind also die einzigen beiden, die noch ungeschlagen sind. Etwas höher einzuschätzen ist sicherlich die Leistung der Sky Blues aus Manchester, die ja wirklich auch international unterwegs sind, nicht nur in der Premier League alles in Grund und Boden spielen. Und sie haben ein fantastisches Offensivtrio in diesem 4-3-3, das Pep Guardiola über die allermeiste Zeit spielen lässt. 34 Tore haben Aguero, Gabriel Jesus und Raheem Sterling schon erzielt. Da war nur PSG besser mit Cavani, Neymar und Mbappé. Ja, das ist einer der Eckpfeiler des Erfolgs. Hier kommen noch ein paar weitere Daten. Na klar, es liegt auch an der individuellen Klasse, dass City so gut unterwegs ist. Tabellenplatz 1 in der Liga, in der Gruppe, in der Champions League auch. 20 von 22 Pflichtspielen gewonnen und 10-0 in dieser Saison. Aber auch Inter Mailand, die zweite Mannschaft, die noch ungeschlagen ist, hat sich heimlich still und leise ganz nach oben gespielt in der Serie A, ist seit dem Wochenende Tabellenführer, ist vorbeigezogen an SSC Neapel. Also das ist doch eine tolle Zwischenbilanz für die Italiener, die den letzten großen Titel ja 2010 mit dem Champions League-Sieg im Finale gegen den FC Bayern gefeiert haben. Mauro Icardi, sicherlich der Mann der Saison mit seinen 16 Toren bisher. 12 von 15 Pflichtspielen hat der FC Internationale gewonnen. 7-0 dabei. Und weitere Einschätzungen zur aktuellen Entwicklung von Inter Mailand gibt es jetzt von Transfermarktredakteur Yatin Dietl. Inter hat sich still und heimlich an die Tabellenspitze geschlichen. Nach einem verhältnismäßigen ruhigen Transfersommer, in dem die mediale Aufmerksamkeit vor allem auf Milan gerichtet war, hat Trainer Spalletti aus einem Kader mit guten Einzelspielern endlich eine Mannschaft geformt. Jeder kämpft für jeden und keiner ist außen vor. Selbst Spiele wie Ranocchia oder Nagatomo, die schon lange als abgeschrieben galten, haben zu alter Stärke zurückgefunden. So ist man jetzt seit Mitte Juli ungeschlagen. Damals gab es die erste und bisher einzige Saisonniederlage in einem Freundschaftsspiel gegen Nürnberg. Schlüsselspieler sind wohl Skriniar und Icardi. Der slowakische Innenverteidiger kam als Talent aus Sampdoria und hat sich in den wenigen Monaten in Mailand zu einem der besten Abwehrspieler der Liga gemausert. Mit ihm wurde eine der Problemzonen der Nerazzurri zu einer Stärke. Icardi hat sich weiter verbessert, ist nun nicht nur der gefährlichste Torjäger Italiens, sondern ist auch in die Rolle des Kapitäns und Führungsspielers hineingewachsen. Doch trotz allem nimmt man in Mailand auf Befehl des Trainers Spalletti das Wort Scudetto, also den italienischen Meistertitel, nicht in den Mund. Ziel war und bleibt eine Champions League-Qualifikation. Zu präsent sind vergangene Jahre, in denen man nach einer guten Hinrunde in der Rückrunde noch abstürzte. Doch dieses Jahr scheint die Mannschaft eine neue Sicherheit zu haben, die das verhindern sollte. Trotzdem wird es meiner Meinung nach für den Titelkampf nicht reichen. Dazu ist der Kader zu dünn und Juventus und Napoli einfach noch zu stark. Zum Abschluss unserer heutigen Sendung wollen wir in die Serie A blicken. Wir haben ja schon das ein oder andere Mal hier bei Transfermarkt TV über Benevento Calcio gesprochen, den Tabellenletzten in Italien, der wirklich noch fast gar nichts geholt hat seit dem vergangenen Wochenende. Da gelang der Mannschaft nämlich der erste Punkt der Vereinsgeschichte in der Serie A, und zwar durch ein Tor des Keepers. Alberto Brignoli köpfte seine Mannschaft in der 95. Minute zum 2:2 Ausgleich. Das war ein wahnsinnig emotionales Spiel und ein herrliches Tor. Das könnt ihr euch dann komplett auf transfermarkt.de auch im Video anschauen. Und wir schauen uns auch nochmal ein wunderbares Torwarttor an, das schon ein bisschen her ist, 2,5 Jahre etwa. Kommt aus der niederländischen Eredivisie. Martin Hansen von ADO Den Haag gegen die PSV. Bis morgen, dann sind wir wieder für euch da. Tschüss. Und der dänische Keeper bei den Hagenern kommt auch mit nach vorne in die Box. Martin Hansen. Möglicherweise eine der letzten Chancen in diesem Spiel. Und was für ein Tor mit der Hacke! Martin Hansen, Ausgleich! Ja, bist du denn verrückt?
Da fällst du doch vom Glauben ab. Der Keeper mit der Hacke. Das war die gefühlt 100. Standardsituation aus dem Halbfeld von Arne Odenach. Und dann muss es der Keeper vorne richten. Aber wie? Herz allerliebst.